Okay, Leute, let's go, würde ich sagen. Nächste Folge ist am Start und ja, ich bin gerade am Rendern und wollte eigentlich gerade chillen, aber dann fiel mir ein, ach ja, ich muss ja noch Retro aufnehmen. Ja, ich bring das einfach mal hinter mich. Na gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ich will halt endlich mal auch mit Schneiden anfangen, ne? Ich komme irgendwie in letzter Zeit kaum dazu und das ärgert mich, ja, weil ich jetzt auch in nächster Zeit wieder nicht dazu kommen kann, wahrscheinlich und deswegen ist es halt umso ärgerlicher. Ich brauche halt Folgen, so, die ich jetzt ja noch schneide und muss sie dann hochladen, ne? Und das Problem ist auch, dass ich die ganzen Videos, die ich zu schneiden habe, also die fressen viel zu viel Speicherkapazität, ne? Und dadurch habe ich eben eine volle Festplatte und kann gar nicht mehr großartig viel aufnehmen in nächster Zeit. Ja, ich weiß einfach nicht, wie ich das alles lösen soll, so richtig. Denn ich habe einfach die Zeit nicht, das alles zu schneiden. Ja, also in einer angemessenen Zeit, sodass ich dann wieder mal ein bisschen freien Speicher und so habe. Und diese ganzen Nachteile mal ein bisschen ausgehebelt werden, ne? Ja, das ist echt nicht so easy. Und deswegen bin ich schon die ganze Zeit am Überlegen, wie ich es mache. Jetzt hier. Dass ich endlich mal zu irgendwas komme, ey. Ja, ich weiß es nicht. Und da sind mir halt diese Videos hier immer ein bisschen so ein Klotz am Bein, sag ich mal, weil die fressen immer so viel Zeit, gerade heute wieder. Da muss ich immer, ja, das doppelt durchrendern erstmal, ne? Und ja, eigentlich muss ich es ja dreimal rendern. Das heißt, Boom Beach zum Beispiel, wenn ich das aufnehme, muss ich dann die Aufnahme danach auf den PC ziehen, ne? Und dann muss ich die erstmal ins Programm einfügen. Das dauert erstmal ein bisschen, bis er die Mediendatei reingeladen hat. Dann muss ich die rendern quasi, ne? Einmal, damit das das richtige Dateiformat hat für mein anderes Schnittprogramm, wo ich dann die Audiospur nochmal drunter lege und es nochmal durchrendere. Ja, also das Schneiden und Rendern und alles, das dauert schon mal eine ganze Weile. Und das halt einmal für Boom Beach und einmal für Clash Royale. Und bei Clash Royale ist aber das Problem, dass ich das an dem PC hier nicht machen kann. Das kann ich dann nicht in das eine Programm einfügen und durchrendern. Da muss ich es dann erst auf dem Laptop laden und dort einfügen und rendern. Und dann muss ich es nochmal auf meinen anderen PC ziehen, das Gameplay, und dann schneiden und nochmal rendern, ne? Ja, und das ist so kompliziert immer, ne? Und dann immer noch Retro. Ich meine, Retro ist eigentlich am chilligsten, so wenn man es so sieht, weil da hat man eigentlich am wenigsten Stress mit. Ich meine, bei Boom Beach und so muss ich ja auch immer noch vorbereiten, dass bei WhatsApp keiner schreibt am besten, ne? Und dann kommen halt doch wieder Nachrichten rein von YouTube oder so. Gut, die sind jetzt nicht so schlimm, aber ich muss halt vorher immer gucken, dass ich keine WhatsApp-Nachricht kriege. Das heißt, ich muss alle Chats, die ich habe, erstmal muten für 8 Stunden, damit ich in Ruhe aufnehmen kann und nicht die ganze Zeit die Leute schreiben währenddessen. Das hatte ich nämlich schon oft, dass ich deswegen schneiden musste und das ist dann noch nerviger, das dann erstmal wieder zu suchen, die Stelle. Und deswegen mache ich es lieber so. Ne? Und ja. Dann. Bei Retro habe ich das eben alles nicht. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier nehme ich einfach nur auf und kann das ganz normal schneiden und einmal durchrendern. Das reicht dann. Aber trotzdem ist, wenn man das alles so hinter sich hat, Retro dann immer noch so ein bisschen, ja, nervig zu machen. Ich weiß auch nicht, ne? Also in letzter Zeit ist mir das zumindest aufgefallen. Und ja, keine Ahnung, ne? Ich würde halt gerne mal wieder viel, viel mehr zum Schneiden kommen. Das ist einfach so das große Fazit. Und das kriege ich halt zurzeit nicht hin, ne? Gerade wenn man Silvester jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen länger wach war und dann ist man heute zu früh, zu spät aufgestanden. Und dann kriegt man wieder noch wieder weniger hin. Ja, und das ist halt nicht so geil, ehrlich gesagt. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Insgesamt. Ach du Scheiße. Ja, was ist denn hier los, Alter? Shit. Oh, yo. Ich müsste jetzt hier übelst weitläufig töten. Also die werden jetzt überall verteilt liegen, die Items. Weil ich hier aufpassen muss, dass die Creeper nicht sterben, explodieren. Na gut, jetzt geht's so langsam, ne? Okay. Na, weg mit dir und du auch. Oh, Alter, war das ein Kampf. Aber ich habe sie alle gekillt gekriegt, ohne dass ich was hab explodieren lassen, ne? So, haben wir hier noch was? Irgendwo? Gunpowder oder so?
Hä, lag da noch mehr, oder nicht? Hier oben. Okay. Alter, hier ist eine Festplatte gestorben. Eine Schallplatte. Alter, ist ja geil. Habe ich auch noch nicht gehabt, ne? Hier im Projekt. Ist auch selten, dass man so die Chance hat, mal eine zu kriegen. In der Version. Alter, wir sind schon bei 5 Minuten. Hätte ich gerade gar nicht gedacht. Ja, die Zeit geht schon rum, ne? Muss ich sagen, manchmal. Also Retro ist eigentlich auch ein cooles Projekt. Die letzte Folge hat mir zum Beispiel auch wieder Spaß gemacht. Aber was mich immer nervt, wenn ich einfach nicht zum Schneiden komme tagelang, ne? Und dann will ich endlich mal und dann ist wieder irgendwas, das dazwischen kommt. Weißt du, da hat man theoretisch mal Zeit, aber praktisch dann doch wieder nicht, weil man wieder hier das aufnimmt oder so. Und das ist das, was mich heute wieder nervt. Letzte Woche hatte ich, glaube ich, dann schon geschnitten. Nee, warte, da habe ich auch nichts geschnitten. Da habe ich mich auch irgendwie damit abgefunden, ne? Weil ich da noch genug hatte. Aber jetzt mittlerweile habe ich halt wieder so viel aufgenommen in der Woche, dass ich wieder Angst kriege, ne, um die Daten, weil je mehr man aufgenommen hat, desto mehr riesige Dateien habe ich auch auf der Festplatte. Und die kann ich halt auch nicht alle sichern, ne? Und ich habe dann immer Angst, wenn die Festplatte mal abschmiert, dass ich dann, ja, keine Aufnahmen mehr habe. Ja, dass sie einfach weg sind und alles umsonst war, weil da waren einige gute Aufnahmen dabei, mit denen ich eigentlich zufrieden war. Und ja, deswegen, Alter, da weiß ich halt einfach nicht, wie ich das machen soll, ne? Ist halt schon eine blöde Situation, würde ich mal sagen. Und ich bin halt teilweise dauerhaft in der Situation. Letztens war es noch nicht so schlimm, da hatte ich dann nur, ja, da war es noch relativ überschaubar, sag ich mal, aber mittlerweile ist das schon wieder so ein bisschen eskaliert und ja, deswegen mache ich mir da so langsam Sorgen. Hier hat ein Enderman übrigens geklaut. Ja, ich weiß nicht, ne? Ich brauche eigentlich bald schon wieder eine neue Festplatte, die ich mir kaufen muss. Und da geht's schon wieder ins Geld auch, ne? Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Aber ja, man macht sich halt so Gedanken, ne? Je älter eine Festplatte wird, desto schwächer wird's halt auch, beziehungsweise desto wahrscheinlicher wird's irgendwann, dass sie mal einfach abschmiert, ne? Ist halt leider so. Und deswegen habe ich so meine Befürchtung, dass das mal kommt. Und ich werde nicht die ganzen Daten verlieren, Alter, ne? Ja, deswegen brauche ich irgendwann mal Zeit zum Schneiden. Das wäre mal ganz wichtig. Ja, keine Ahnung, wann ich das mal hinkriege, ne? Das ist halt echt nervig, ey, ohne Witz. Oh, ich weiß halt nicht, wie ich das Problem lösen soll, ehrlich gesagt. Weil die Dateien halt auch immer so groß sind. Das ist immer das Hauptproblem. Wenn das überschaubar bleibt, so an Dateien, ist das ja alles gut. Aber sobald das eben so viele werden, wie es jetzt sind, da geht das irgendwie gar nicht mehr, ne? Das ist viel zu krass, teilweise. Und ja, deswegen weiß ich einfach manchmal gar nicht mehr, wie ich mich drehen und wenden soll, vor lauter Schneiden. Manchmal kriege ich es ja auch hin, ne? Es ist halt zurzeit wirklich, dass ich es auch teilweise gar nicht schaffe zu schneiden, ne? Vor einer Weile habe ich das noch viel, viel besser hingekriegt und da war das dann auch, ja, da waren die Sorgen nicht so groß, weil da bin ich zumindest so dran geblieben und weißt du, so habe eben mein Bestes getan. Mehr konnte ich dann auch nicht tun, so nach dem Motto, ne? Aber jetzt zum Beispiel ist es wieder so, dass ich gar nicht dazu komme und es wird immer mehr und man verzweifelt immer mehr währenddessen. Und das ist halt so richtig scheiße, diese Situation. Das habe ich immer gar nicht gerne. Ja. Und deswegen habe ich teilweise gar nicht mehr die Nerven, noch hier aufzunehmen, ne? Weil ich jetzt wieder wertvolle Zeit vergeude, die ich eigentlich ins Schneiden nutzen, fürs Schneiden nutzen müsste. Auf der anderen Seite will ich natürlich am Ende des Tages auch sagen können, okay, ich habe auch noch was anderes nebenbei geschafft und nicht nur geschnitten. Ich habe auch noch das und das und das gemacht, ne? Und ja, das ist halt immer schwierig alles. So. Man muss immer alles unter einen Hut kriegen. Und das ist echt oftmals nicht mehr leicht. Also, ja. Ich hänge halt auch so nach durch mein Praktikum, ne? Da habe ich so viel Zeit verschwendet mit der Scheiße. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ey. Ja, also als ich studiert hatte, ganz normal, da habe ich nie so Probleme gehabt wie jetzt, oder? Na doch, manchmal schon. Ja, hatte ich auch so Sorgen. Aber ich hatte es eine ganze Zeit dann wieder im Griff, eigentlich. So, zum Beispiel im August, September, hatte ich es ganz gut im Griff. Da habe ich mir gedacht, okay, nice, ne? Aber jetzt mittlerweile ist es wieder richtig schlecht und richtig eskaliert. Und ja. Ist halt einfach eine Scheißsituation immer, wenn das so ist. Aber ja, ich hoffe, das wird mal wieder, ne? Wir sind schon wieder über 10 Minuten. Na gut, ein bisschen was muss ich rausschneiden, weil ich mich verschluckt hatte währenddessen.
einfach so. Oder nicht verschluckt, sondern wie nennt man das? Schluckauf, ne? Ja. Und gehustet. Und ich musste ja noch am Laptop eine Renderdatei starten. Da rendere ich nämlich noch ein paar Zap-Folgen, die ich an Weihnachten aufgenommen habe, also vor einer Woche. Also, ja, ist auch schon wieder schlimm. Die hatte ich dann irgendwann nachts noch aufgenommen, hatte dann keine Zeit mehr zum Rendern und habe das immer vor mir hergeschoben, bis ich es jetzt endlich mal mache. Ja, ach, das ist alles ein Chaos. Da muss ich gleich auch noch einen Stick nehmen. Ah ja, ich weiß schon welchen, okay. Ich habe ja mehrere Sticks immer, wo ich sowas machen kann. Na gut, dann gucken wir jetzt erstmal. Ich beende die Folge fürs Erste und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein und ciao.